mein Highlight von diesem Interski war sicher der Austausch mit allen anderen Nationen in diesen Workshops. Aber auch die ganze Reise mit diesem coolen Team hier auf Levi war wirklich einmalig gewesen. Mein Highlight? Kälte. Sehr gerne kalt. Mein Highlight war der Workshop mit den Dänen. Stockeinsatz habe ich gedacht, eher trockene Materie, spannend, kreativ, einfach super gewesen. Mein Highlight vom Interski war ein Input von der Australier, wo es um Recovery Ability gegangen ist. Und dort, wie schnell man eigentlich aus einer sketchy Situation sich eigentlich wieder fangen kann. Ich nehme mit von dieser Woche den Workshop von Rejo Jülle. Er hat einen super lernwirksamen, abwechslungsreichen, guten Workshop gemacht, der gezeigt hat, zu vermitteln ist entscheidend für das Gästeerlebnis. Mon highlight, c'était dans le workshop des États-Unis. Il fallait faire plein de petits changements de quart dans une grande courbe en plaçant son centre de gravité au-dessus de la pression et garder le haut du corps stable. Mein Highlight war Outdoor-Workshop vor den USA. Vor allem, weil es mega viele coole Skifahrer hatte und wir sind wirklich viel zum Skifahren gekommen. Mein Highlight von dem Interski in Levi, also ich habe zwei. Erstens der Austausch mit den Litauern, richtig coole Sache und spannender Austausch. Und zweitens das Schweizer Delegationsfoto, das geendet hat in einem halben Interski-Foto. Also mein Highlight vom Interski war sicher gestern Abend nach den Showruns, wo alle Nationen gemeinsam sich gefeiert haben und wirklich die Leidenschaft zum Schneesport geteilt haben. Mein Highlight an dem Interski war die Show der Kroaten mit den ganzen Lichtern. Mein absoluter Highlight ist das Team aus der Schweiz. Ich glaube, die bringen ganz, ganz viele Ideen nach Hause und auf das freue ich mich. So my highlight was the light on the last run down. The last run.